Boing, boing, boing. Ich brauche unbedingt eine Schusswaffe. Du. Oh, bye bye. Na, du bist nur so ein Glitch-Typ. Und ich brauche hier alles falsch. So. Oh. Komm schon. Rauf, 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 rauf auf die komischen lila Kabel. Da. Du weg, du weg, du weg. Und du daran. Okay, du leuchtest jetzt und es wird alles getrashed. Ich sehe nichts, aber es wird wahrscheinlich einfach instant weg sein. Ich gucke einfach mal ins System. Ja, verschwindet. Nicht schnell, aber schnell genug. Ich könnte es jetzt auf Stackweise umstellen, aber ich denke, das wäre Energieverschwendung. Weil sobald in ein Gunpowder im System auftaucht, wird ein ganzes Stack reinschmeißen. Wobei es dann ja wieder länger dauert, bis es neu machen muss. Ah, okay. Du, Stackweise. Also das Ding müsste jetzt schon leer sein, wenn ich ankomme. Ah, fast. Geht auf jeden Fall richtig schön schnell runter. Sehr schön. Das hätten wir jetzt auch noch gerne für Pfeile. Für Flint. Blaze Powder brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich mehr als 500, oder? Appetite schon mal auch nicht. Also wir haben da eine ganze Menge an Sachen, die wir rausschmeißen können, um das im E-System zu entlasten. Aber mir reichen erstmal jetzt die zwei Hauptverursacher. Precision-Ding, guck nach unten. Genau, du. Flint. Nur mit Signal, Stackweise, Level-Limiter bitte runtergucken. Ja. Wenn mehr als 500 im System sind, exportiere und mach kaputt. Jo, also die beiden müssten jetzt auch draußen sein. Jo, Flint verschwindet, Dings verschwindet, alles gut. Enderperlen 2100. Gib mir bitte einen Schalter. Ne, wir brauchen zwei, glaube ich. Es waren zwei Dinge. So, dann fliegen wir hier zu unserem Turm. Und sobald wir hier sind, dürft ihr nichts mehr nachspawnen. Das heißt, wir warten jetzt kurz, bis alles tot ist. Ja. Einen Goldblock draufgesetzt. Ja, gut. Hallo? Ich würde gerne eine Seite. Oh, da sind auch Skelette am Leben. Okay, kurz warten. Bis nur noch die Endermen spawnen und sterben. Ich hätte mir da was Besseres einfallen lassen sollen. So, bye-bye, Skelett. Du daran, du aus. Hey. Du musst weg. Weg, sag ich. Aus. Raus. Dicht. Es dürfte jetzt nichts Neues mehr spawnen. Und ich hätte schwören können, ich hätte zwei Autospawner da reingesetzt. Aber Gott sei Dank wohl nicht. Okay. Wir haben jetzt 2000 Enderperlen. Das reicht erstmal. Was machst du da? Haha, gefangen. Du bist stinkig. Jetzt brennst du uns bestinkig. Au. Weg. So. 2104 plus 1. Oh, und immer schön essen. Was wäre ganz schön albern gewesen, wenn wir jetzt eine Müllanlage bauen für Enderperlen und durchgehend da oben Monster-Essenz und Energie verschwenden, um die Viecher zu spawnen, ne? Also ja, das hätten wir jetzt geregelt. Es senkt sich langsam. Also am Anfang der Folge war das echt tierisch viel, was gemacht werden musste. Wirklich auch gemacht werden musste, sonst läuft das nicht so weiter, wie es laufen soll. Also die Maschinen funktionieren nicht und so, das ist dann alles ein bisschen ärgerlich.
Jetzt haben wir immer noch die Hochöfen, die ich höher bauen wollte und gucken, wo da der Fehler lag. Ich will immer noch die Samen herstellen, damit ich eine einzige Sojabohne bekomme. Und diesmal stecke ich sie nicht in den Entsafter. Und was noch? Chips sollten erstmal okay sein. Also die Storage-Dinger. Und mein Inventar ist schon wieder zu voll. So, bitte lande im Void. Bitte lande im Void und nicht auf der Plattform, die ich später wieder einsammle. Es landet auf der Plattform, ha? Huh? Ja, okay. Ding. Ja. Wir könnten das auch automatisieren. Ich meine, wir haben richtig viel Bohnenmehl. Theoretisch könnten wir auch eine Anlage bauen, die genau das hier macht. Du, könntest du das Gras hier wegmachen? Woran hapert es gerade? Du hast keine Energie. Ja, wir hatten nicht genug Conduits. Ha. Sonst... Das wäre eine andere Art von Farm. Also erstmal müssten die ganzen Fackeln hier noch weg. Ja. Den bauen wir einfach hier oben irgendwo so ein Rechtsklicker-Ding hin, das mit Bohnenmehl rechtsklickern soll. Das klickt den rechts auf den Boden. Überall hier drumherum taucht Gras auf. Also vielleicht nicht ganz außen, aber hier, keine Ahnung, 5x5 Feld. Taucht ein Gras auf, der häckselt das ganze Gras weg, kriegt tierisch viele Samen und die Samen können wir alle hinten einpressen. Ich will Conduits haben und ich spiele ein bisschen rum. Hui. Oh, ging daneben. Also normalerweise, wenn man Enderperlen wirft oder Enderaugen, das weiß ich gerade nicht, und die dann aufkommen, dann teleportiert man sich dahin, wo sie aufgekommen sind, was ganz schick ist. Was wollte ich jetzt? Ah, Conduits. Da hatten wir ja welche in den Liquid Transposer gepackt. Fluid Transposer da. 64 Stück. Und alles voll Redstone, 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 Redstone. Sehr gut. So. Gucken wir mal. Du brauchst keine Energie. Dim, 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 dim. Ja. Wie kommen wir jetzt an dich ran? Axt? Das hört sich irgendwie falsch an. Was bist du denn vom Beruf? Ja, ich bin Elektrotechniker. Ich mache ganz Hightech-Zeug und so. Und dann hört man ihn aus dem Nebenraum schreien. Nimm die Axt, hau das da weg. Das klingt komisch. Oh. So, du. So, wie schaut's oben aus? Okay. Nicht super, aber okay. Und er hat kein Upgrade. Deswegen hat er hier nichts weggehäckselt. Sheer Leaves. Mach mal ja. Und ich brauche so ein komisches. Boah, welches war das? Das können wir hier gucken. Ich glaube, das war ein Tin Upgrade. Ja, Tin Upgrade. Dass ich mir sowas merken kann, aber nicht das, was ich vor 5 Sekunden machen wollte. Tin. Ja, komm, nimm gleich Upgrade hinten dran. Was? Ach so, ich muss wahrscheinlich nach Upgrade suchen, weil Tin in irgendwo in Klammern steht. Upgrade, genau, Upgrade in Klammern Tin. Bauen. Her damit. Also, und die ganzen Samen schmeiße ich mal rein. Sternfrucht, Peas, Ginger, Säubien. Da war eine Säubien. Sehr gut. Das heißt, das können wir schon mal theoretisch lassen. Aber jetzt, wo ich es aufgebaut habe, will ich es auch mal zu Ende testen. Weil wenn es so funktioniert, wie ich denke, dass es funktionieren sollte, kriegen wir jetzt gleich erstmal noch Gras. Und Gras können wir eventuell verkompostieren. Flupp. Ah, er schiert die Setzlinge nicht. Kann das sein? Ja, kann ich das ändern? Die zählen nicht als Shroom. Das ist doof. Das sabotiert unsere komplette Anlage. Weil es werden jetzt, wenn ich das lange genug laufen lasse, jedes Feld wird dann später mit Setzlingen ausgelegt sein. Schade, schade, schade.
Na gut, das Ding musste so oder so aufgebaut werden und wir haben jetzt ein wenig rumspielen können. Oh, stimmt, wenn ich die Setzlinge rechtsklicke, dann werden die Setzlinge abgebaut. Das heißt, für den manuellen Gebrauch ist das eine schöne Farm. Wenn man Zeit hat und sie daneben stellen will, klickt man einfach mal rechts auf die Setzlinge. Dann werden die ganzen Holzarten noch abgebaut und die ganzen neuen Setzlinge von dem Baum und die Leaves von den Bäumen und so weiter und so weiter. So, du weg. Ah ja, jetzt brauchen wir doch eine Farm. Den Farmblock selber hatten wir schon gebaut. Klick. Farm, nein. Was? Achso, der hieß gar nicht Farm, der hieß Planter, ne? Ja, Planter haben wir. Gut. Planter dahin, die ganzen Dinger hier weg. So. Warum habe ich Holzplanken im Inventar? So. Okay. Also Planter haben wir. Wir brauchen dann einen Exporter für den Planter. Hatte ich doch eigentlich schon mal gebaut, ne? Ah, wahrscheinlich habe ich ihn verbraucht für irgendwas anderes. Okay, dann hätte ich gerne meine eine Sojabohne. Die werde ich, glaube ich, erstmal von Hand anpflanzen. Ja, nee, kann ich nicht von Hand anpflanzen. Dazu bräuchte ich erstmal so eine Hoe. Okay, baue eine Hoe. Ich hoffe, ich darf das. Ich habe keine Sticks. Baue eine verdammte Hoe. Nein! Stonehoe. Ah, Stonehoe darf ich, danke. Danke, liebes Modpack. Da dachte schon, ich müsste jetzt eine Menylium-Hoe bauen, damit ich hier ein bisschen rumprobieren kann. Das wäre ja nicht so schön gewesen. Also du. Du. Klick, zack. So, gib mir ganz viele Sojabohnen. So, ich kann ihn gedrückt halten. Das sollte ein guter Grundstock sein, damit das ganze Feld auch gleich gesetzt werden kann. Was ist da gerade passiert? Oh, begrenzte Ladung. Okay. Und euch machen wir komplett wieder zu Sojabohnen. Oh. Achso, die habe ich jetzt nur als Sojabohnen, als... Also nicht die Seeds, sondern die Bohnen bekommen, weil ich es von Hand abgebaut habe. Wenn das Ding das nachher macht, sind das hoffentlich nur Samen. Okay. Wie hatten wir das hier mit dem Planter? Der Planter kommt drunter. Und zwar unter den Aqueous Accumulator. Ach, haben wir schon alles vorbereitet. Sehr schön. Hat Strom, hat einen Exporter. Dafür bräuchte ich eigentlich noch ein Soja-Ding. Export Sojabohnen da rein. Soja. Aha. Achso, und ich muss da rein. Und wir brauchen wahrscheinlich auch noch ein Tin-Upgrade. Ich will doch nur da rein in den Zwischenraum. Da, ein Loch. Sehr gut. Ein Loch, das zu ist. Nicht gut. Planter, du hast noch ein Tin-Upgrade, okay. Tock. Upgrade. Gib ihm Upgrade Tin. So. Komm her. Du Upgrade Tin. Gib ihm. Swoosh. Und dich bitte weg. Optik und so. Knack. Da. Sprinkler fehlt. Aber das Zeug ist schon mal so weit. Ich baue das schon mal ein bisschen so ab, um zu testen, ob er dann auch gleich wirklich die Samen direkt bekommt. Anscheinend nicht. Sonst hätte er jetzt hier die schon neu gesetzt. Also müsste ich eventuell eine Maschine bauen, die aus den Sojabohnen die Sojasamen macht.
Ja, okay, ist nicht so schwer. Schade, dass ich den Umweg aber gehen muss. Ich gucke mal kurz runter. Oh, da kann ich vielleicht so ja Bohnen direkt anpflanzen. Wo ist das Immunsystem? Knack. Bean. Soy. Was?